Da steht er jetzt, der alte Thor, und ist genauso schlau wie zuvor. Nein. Hallo und herzlich willkommen zurück. Also, warum eigentlich nicht über die ganze Seite, ne? Mann. Das Spiel nennt sich Assassin's Creed Unity. Geschlossen. Und hier ist geschlossen. Oh, jemand hat nach dir gesucht. Wer? Der Marquis? Elise? Elise! Warte! Elise! Halt! Jetzt soll ich sie auch noch rammen. Das funktioniert doch wieder nicht. Arno bleibt doch überall hängen. Und dann geht ihm zwischendurch die Puste aus. Guck, ja, da war es schon. Elise, du hast was geklaut, glaube ich. Jetzt habe ich sie aber. Der Dieb kam uns hinterher. Ich nahm doch nur ein paar zu. Hier. Das war nicht Elise. Ich suchte nach euch, Monsieur. Leon ist wieder zu Hause. Viel Glück mit ihm. Ich hatte einen Sohn. Tut mir leid. Nein, er lebt noch. Ich verließ ihn. Das Waisenhaus öffnete ich später. Das ist Liebe. Liebe kann ein Gefängnis sein. Sein Vater lehrte mich das. Hier, das Waisenhaus. Das ist meine Bestimmung. Leon sagte, ihr hättet Frankreich retten können. Kinder. Mhm. Madame Argo? Er ist hinter dem Waisenhaus. Probablement un voleur qui fuit les gardes. Oh, je manquais. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'y a-t-il? Ich gehe dir mal ein bisschen aus dem Weg. Ich überlege gerade, was das jetzt für einen Zusammenhang. Oh, das ist schon so lange her, wo ich das gespielt habe. Ich habe das echt verdrängt. Das war ein Junge. Kleiner Mann? Noch 3 Tage, bis mein Schiff in See sticht. Ja, na und? Ich hole das Artefakt. Und dann bin ich weg. Schön. Aber wie? Hast du etwa eine Karte, die zum Tempel führt? Die Liste der Relikte. Die Malereien in der Höhle. Ich wusste doch, dass ich die kannte. Sieh mal hier. Aber dieses hier fehlt. Ich meine das ernst. Ah, moi aussi. Komm in mein Zimmer, sobald du die 2 hast. Oui, Monsieur. Kinder. Mhm. Und jetzt? Wir haben keinen Hut mehr, nichts mehr. Die Rätsel der beiden Relikte von Dom Priorist, achso, die Notizen von Dom Priorier auf den ersten Seiten sind 3 Platten erwähnt. Von 2 hat sich Dom Priorier Wundorte notiert, die 3. ist verschollen. Was so dringend in seinen Händen halten will. Dom Priorier ist auf mehr gestoßen als nur die Platten. Ab Zugor, Architekt der Basilika. Mhm. In der Basilika lesen. Oh, da sind wieder 3 Milliarden Soldaten. Aber das ist obendrauf, ne? Entschuldigung. Wir sollen ja nach oben. Also klettern wir.
Hübsch, übrigens. Ja, Arno brauchte eine Zündung, eine... Da soll ich hin? Das ist doch ein Kack, ne? Das gibt's einfach gar nicht. Meine Fresse. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie das nicht ausprobiert haben. Vernünftig. Ich meine, es ist Assassin's Creed, da klettert man überall hoch. Das ist normal. Sein Auszug. Aha, Suga war ein religiöser Mann, gewissenhaft bis zum Schluss, der sich mit den Geheimnissen von Frank Jade bestens auskannte. Ich fand einen Teil seines Testaments, das seinen Erben seit Jahrhunderten versteckt hielten. Nur eine Revolution konnte solche Geheimnisse zutage fördern. Die Seiten sind äußerst faszinierend. Suga behauptet darin, die Stadt sei geschützt durch die Macht eines alten Apparats, der von Gott gemacht sei. Verschlossen mit Schlüsseln, die so versteckt sind, dass ein böser Mensch sie niemals fände, ein Gläubiger jedoch mit Leichtigkeit. Zunächst sind da die Platten. Der Tempel von Saint-Denis oder Saint-Denis, oder ja, ist ja egal, ist damit versiegelt worden und die Mönche wachten über sie. Während des Grabraubes kamen sie abhanden. Zwei der derzeitigen Besitzer von Sugas Schriftrollen konnte ich ausfindig machen und ihr Inhalt führte mich zu den Platten. Die übrigen Schriftrollen enthüllen jedoch etwas anderes. Eine seit Jahrhunderten ungenutzte Kammer in der Basilika hat Gravuren an den Wänden, deren Bedeutung mir erst klar wurde, nachdem ich Sugas Notizen in der Bibliothek der Basilika fand. Die Gravuren sind der Schlüssel zu Sugas Adler, einem Schwert, welches der Mönch geschmiedet und in das Feuer unser Herrn getaucht hat. Göttliche Symbole schützen es und nur der Bußfertige sollen sie lesen können. Sie bleiben mir verborgen durch irgendein Geheimnis. Mir bleibt womöglich nicht die Zeit, die Schriftrollen voll und ganz zu entschlüsseln, um sie aufzudecken. Die Basilika baute er mit Hilfe des architektonischen Wissens aus dem Innern des Feuers, um das Schwert zu beschützen. Möge also der Mechanismus, der sein Geheimnis nun seit bereits 500 Jahren so gut bewahrt, auch weiterhin sein Werk verrichten. Denn der Adler von Saint-Denis darf nicht dem Bösen in die Hände fallen. Aha. Ich hab's abgeschlossen. Den Turm. Turm. Da soll ich was lesen. Da soll ich was lesen. Guck mal, da ist was zu lesen. Was ist denn das hier? Sugas Schriftrollen sind über ganz Frankiat verteilt zurückgelassen von ihren gottesfürchtigen Hütern, nachdem ihre Gemeinden aufgelöst wurden. Finden Sie die Schriftrollen und folgen Sie den Hinweisen zu Sugas Symbolen. Ist ein Symbol entdeckt, erscheint es auf der Turmwand. Sammeln Sie alle Symbole, um das Geheimnis von Sugas Erbe zu lüften. Relikte von Suga gefunden. 0 von 2. Ach, jetzt geht das erst. Diabolos, Sugas Erbe. Das ist oben drauf. Das sind die Dingsrätsel, die wir gefunden haben. Bei der Mühle war auch so ein Symbol. Die Nostradamus-Rätsel, nicht die Dingsrätsel natürlich. Den klettern wir jetzt mal hoch. Da oben wird das, soll der Start sein. Sugas Erbe 3, Diabolos. Hier haben wir es doch. Akzeptieren. Wachen, starren, brüten, gehörnter unter Monstern auf dem Haus Gottes, von unserem Ring umgeben. Das nächste Rätsel lösen. Ein Rätsel, Datenbank öffnen. Ach, wo finde ich das denn jetzt da unten? Ein Rätsel. Wachen, starren, brüten, gehörnter unter Monstern auf dem Haus Gottes von unserem Ring umgeben. Was ist denn das da hinten für eine Markierung? Das ist hier irgendwo... Das irritiert mich bloß wieder, ne? Da.
Mein unterwürfiger Blick auf den Außenposten des Herrn, die Reflexion des Sterns vom höchsten Punkt von allen. Das zweite Rätsel lösen. Soll das da hinten sein? Da in 248 Meter? Da hinten? Da kann ich jetzt keine Schnellreise hinmachen. Na toll. Ist das jetzt wirklich? Ich ziere mich deswegen, weil ich befürchte, ich kletter da hin oder laufe da hin, um dann festzustellen, dass das wieder was vollkommen anderes ist. Ich weiß es nicht, die Nostradamus-Rätsel funktionierten ein wenig anders in Paris. Oh Scheiße, die habe ich nicht gesehen. Ich bin weg. Bitte hört doch endlich auf, mich zu verfolgen. Ich wollte euch doch bloß helfen. Ja, Selbstjustiz und so, ne? Ist ja. Damals hat aber nichts. Guck mal, guckt euch diesen Quatsch schon wieder an. Du sollst einfach nur schnell laufen. Ich drücke auf die Taste. Ich will auf eine Taste drücken, wenn der Parkourlauf machen soll. Und nicht automatisch. Kann man das irgendwo einstellen? Na, jetzt ist es eh egal. Ich bin ja hier fast durch. Mit den Nerven sowieso. Geh weg, Suffkopf. Am hellerlichten Tag blau sein. Diese Jugend. Ah, nein, 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 nein. Warum wirst du jetzt wieder langsam? Der fährt los wie so ein 2 PS-Trecker. So. Warum? Und jetzt kletterst du nicht hoch, ne? Arschloch. Wir müssen das eigentlich hören. Ich höre schon was. Was war das? Da. B heißt runter und nicht irgendwo hochhüpfen. B. Dritte Rätsel. Ach, wusste ich doch. Die Dame von Toten in ihrer Reichweite wartet das Inferno. Unser Fluch, die Zahl des Teufels. Dreimal die 6. Das letzte Rätsel lösen. Ach so. Das scheint hier auch irgendwo zu sein. Was war das? Ich versuche das gerade zu erlauschen. Das ist eine Figur. Es ist nicht zu überhören, ne, wenn man diesen Scan-Modus macht. Er scheint aber in dieser Richtung zu sein. Und guck mal, das Suchgebiet ist hier unten irgendwo. Da haben wir es, die Statue. Ich stehe davor. Was machst du jetzt? Ach so. Ein Relikt von Sugar haben wir gefunden. Eins von zwei. Jetzt müssen wir das nächste suchen. 254 Meter. Ah, ihr Spinner. Verpisst euch. Keiner mag euch.
Ja, rennen über die Fässer. Bezirk Windmühle. Ah, kommen wir jetzt zu dieser Windmühle. Da habe ich nämlich auch eins gefunden. Gott sei Dank habe ich da die Lager befreit. Von ihren Unbilden in Form von diesen komischen Arschlöchern. Verpisst euch. Ich habe schon genug von euch umgebracht. Wo gehst du hin? Das geht dich einen Scheiß an. Geh einfach weiter. Ah. Den Bastard! Mich wirst du nicht los! Ah, nein! Oh, Gott sei Dank. Mir noch im letzten Moment eingefallen. Meistens haben die ja Medizin. Da, guck, dann habe ich sie wieder. Wenn ich das nicht mache und das mir danach einfällt, dann verschenke ich sie. Und das wäre nicht so schön, ne? Du brauchst auch keine Medizin mehr. Guck, aber ich nehme deine Schnur. Ich hör's schon, ich hör's schon. Wie liegt der denn da? Sorry. Das sieht unbequem aus. Das sieht wirklich unbequem aus. Da machen wir mal ein Foto. Ein Screenshot gespeichert. Gut. Und das Spiel ist nicht abgestürzt. Ich sah meiner Revolution über Felder und Sümpfe emporrang, denn Kreuze Gottes, unbelebt in leichter Brise. Das erste Rätsel, das ist hier wesentlich einfacher, hier wird man ja geführt. Das ist hier bei der Mühle. Da bin ich schon 25 Mal drüber gestolpert. Nee, das ist doch noch woanders. Nee, das hier ist doch die Mühle. Guck hier. Zeichen der Erhabenheit. Starr selbst in Bewegung. Mit einer Form so rein, dass sein Sohn entschlummerte. Das erste Rätsel lösen. Jetzt wollen wir das nächste Rätsel lösen. Ach, da oben das Kreuz. Sei es Sankt Andreas oder der allmächtige Sohn, ich bin der, der wählt, die leuchtete Sonnenform. Das reimt sich aber nicht so besonders gut. Jetzt müssen wir da hinten hin. Hallo. Hier. So, jetzt haben wir die Relikte gefunden. Um nach Suche nach schriftvollen Symbolen auf der Karte, um sie zu lösen. Da ist eine, da ist eine. Guck hier, da geht's los. 70 Meter. Aua, die Truhe ist voll. Ah, das geht mir. Das interessiert mich einen Scheiß, ob die Truhe voll ist. Ich reise jetzt nicht nach Paris ins Café. Das könnt ihr vergessen. Hier, die meinte ich, die habe ich gesehen. Belohnung. Akzeptieren und nachverfolgen. Zermahle das tägliche Korn, ehe der Koloss herannaht vor den. Jahren gezeichnet, vom Pferd geschützt. Das nächste Rätsel lösen.
So, und das ist jetzt wie die Nostradamus-Rätsel. Zermahle das Korn. Wo ist denn die Mühle? Da? Hier flötet jetzt aber nichts mehr, ne? Doch. Da. Das ist nicht das Richtige. Es muss aber hier sein. Muss ja unbedingt immer in der richtigen Reihenfolge gemacht werden. Da haben wir es genommen, ne? Hier der Koloss herannaht, von Linien gezeichnet, vom Pferd geschützt. Vom Pferd geschützt. Von Linien gezeichnet, vom Pferd geschützt. Was meinen die mit vom Pferd geschützt? Das ist das beim Dings hier. Gezeichnet, vom Pferd geschützt. Gut. Wir machen nächste Folge weiter, ne? Tschüss! Das kriegen wir raus.